Ja, hallo meine lieben Freunde, Malta ist wieder am Start mit einem neuen Raid Shadow Legends Video und wir befinden uns immer noch im Beschwörungsevent und somit ein neuer Anlass. Ihr seht es jetzt hier schon über meinem Portal. Da warten noch 10 Splitter auf eine Öffnung. Und das ist halt jetzt der Anlass, warum wir diese auch öffnen werden, denke ich mal. Ich habe leider keine leeren Splitter und keine heiligen Splitter mehr. Das ist ein bisschen doof, weil die halt mehr Punkte geben fürs Event. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt einfach diese Splitter öffnen. Wir können ja nochmal ins Event reinschauen, wo ich jetzt unbedingt ungefähr bin. Muss mal schauen, ob ich das Ganze dann noch mit anderen Splittern schaffen werde. Ihr seht, es fehlt nicht mehr viel fürs epische Buch. Ja, circa, nicht circa, 310 Punkte genau sind es noch. Wir werden jetzt 200 Punkte machen, das heißt, mir fehlen dann noch 110 Punkte. Mal gucken, wie ich die dann bekomme. Ansonsten würde ich sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Beschwören. 10 auf einmal wäre zu einfach, da wäre die Freude dann raus. Wir gucken mal, ob hier irgendwo wurde nichts beschworen, das passt. In der Früh ist es immer so eine Sache, wenn man da beschwört, da man halt keinen Relevanzwert hat, ob andere schon irgendwas Gutes beschwört haben. Da halt einfach nicht so viele Leute online sind. So, Hexweaver haben wir bekommen. Kenne ich noch gar nicht. Hat Genauigkeitsverringerung. Heilt. Okay. AoE Heal, nicht schlecht. Und ein Crit-Quote-Steigerer mit einem Geschwindigkeitssteigerer-Buff. Ja. Ja, kann man machen. Kann ich mal aufbeben, auf jeden Fall. Je nachdem. So, Belagerungsbrecher. Die Fusion haben wir schon geschafft, aber den kann ich trotzdem nochmal aufheben. Den guten. Das war ja der einzige Knackpunkt bei der alten Fusion vom Shamrock, warum da manche nicht vorangekommen sind. So. Medium. Medium sah mir immer nach was anderem aus, eigentlich. Aber okay. Heilungsverringerung, Lähmung und verleiht allen Verbündeten für 2 Runden einen 30% Geschwindigkeitsbuff und füllt Rundenmeter aller Verbündeten auf. Ist ein guter Starter, nur seine anderen beiden Fähigkeiten sind jetzt nicht wirklich geil, weil die so geringe Chancen haben. Ich dachte, Medium wäre immer was anderes gewesen. Aber ihr seht es auch schon hier, die Bewertungen sind nicht so geil. Gibt bessere Champs auf jeden Fall. Elhain, ja, ist Futter. Brauchen wir nicht drüber reden, ist einer der Starter-Champs. Sogar auch mein Starter-Champ gewesen. Das ist schon wieder Medium. Habe ich nicht drauf geachtet, wie man die schreibt, aber die ist halt auf jeden Fall besser, weil blocke Debuffs und Angriffssteigerer. Aber die kann man halt auch farmen. Deswegen, naja, keine Ahnung. Krallenhorn habe ich, glaube ich, auch schon. Unsterblich provozieren. Ja. Auch nicht so toll. Garlek kennt man, einer Starter-Champs. Hat einen guten Def-Verringerer. Aber ansonsten ist auch nicht so OP. Er hat halt gut Multi-Attacks dabei. Mehr oder weniger, die halt eher random sind. Der Unglückliche mit seinem halb kaputten Schädel. Okay. Er hat LP-Verbrennung dabei. Wo habe ich schon so viele Champions, die LP-Verbrennung haben? Ja. Ist jetzt, denke ich mal, nicht so geil. 30% Angriffssteigerung in allen Schlachten, okay.
Nee, ist jetzt. Finde ich nicht so toll. Er hat einen Multi-Hit auf dem Single-Dingens, aber auch nur zwei Hits. Finde ich jetzt auch nicht so geil. Taff, was? Kataphrakt. Okay, Genauigkeitsverringerer. Selbststeigerer, blocke Divas. Nur für sich selber. Ja, denke ich jetzt mal auch nicht so geil. Nee. Gibt auch bessere. Immer noch ein Epic zum Schluss. Höllenauge. Das kann die gute. Okay, Death-Verringerer. 30% Chance nur. Schade. Entfernt alle Divas von diesem Champion leider nur. Aber Angriffssteigerer. Gewährt eine Zusatzrunde. Und greift alle Gegner an. Ja. Gibt es auf jeden Fall auch bessere, finde ich. Die haben zwar relativ gute Bewertungen, aber ich finde die jetzt nicht so nice, muss ich sagen. Nee, die finde ich nicht so nice. Ich werde jetzt einfach mal behalten, weil dann habe ich sie in der Hinterhand. Aber wirklich nice finde ich sie jetzt an der Stelle nicht. Gucken wir mal, wie viel. Ja, fehlen mir jetzt noch 190 Punkte. Oder? Nee, 110 Punkte fehlen mir jetzt noch. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Event. Beziehungsweise beim nächsten Video. Schaut unten in die Videobeschreibung. Da habt ihr einen Link von meinem Twitch-Channel. Da werde ich öfters auf jeden Fall streamen. Da haben wir jetzt auch gestern das ein oder andere Opening auch gemacht während dem Stream. Kommt zwar auch auf dem Channel, beziehungsweise ist schon auf dem Channel hochgeladen. Und da könnt ihr halt einfach die Sachen immer live mit verfolgen. Ansonsten lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt, was ich hier mache auf meinem YouTube-Channel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, euer Maldam.